Seit einem Jahr ist die Freiburger Kultur im Lockdown. Deshalb haben sich jetzt alle Sparten der Kultur zusammengeschlossen, um die Kulturagenda 2021 auf die Beine zu stellen. Das Bündnis aus IG Subkultur, Kulturrettung Freiburg und Kulturgesichter 0761 wollte darauf mit einer Kundgebung auf dem Platz der Alten Synagoge aufmerksam machen. Ihre Kulturagenda hat ganz klare Forderungen an die Stadt. Die Szene und Branche hofft jetzt besonders auf den Sommer. Also die allerwichtigsten Forderungen lauten: Freiflächen für den Sommer, wir brauchen zusätzliche Open-Air-Flächen mit Infrastruktur, mit Toiletten, mit Strom, mit Bühne, mit Tests, damit Kultur im Sommer hier stattfinden kann. Und das muss die Stadt organisieren, und zwar unverzüglich, denn der Sommer naht mit großen Schritten, und noch ein Sommer mit so wenig Kultur wird dieser Stadt nicht gut tun. Wir brauchen öffentliche Plätze, um halt als freie Veranstalter auch eben veranstalten zu können, wo halt dann die Mieten nicht exorbitant hoch sind für Freiflächen. Die Stadtverwaltung sieht den Bedarf, möchte jedoch keine Versprechungen machen, die sie nicht halten kann. Das ist jetzt mein Forderungskatalog, der ist mal auf dem Tisch. Ich glaube, alles können wir auch nicht realisieren, jetzt von Testungen bis zu Toilettenanlagen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir vielleicht in diesem Jahr jetzt nicht möglicherweise keine Gebühren erheben. Aber wie gesagt, da müssen die anderen Dezernate auch mit an Bord. Das muss noch stadtintern besprochen werden. Aber da müssen wir natürlich bald eine Entscheidung treffen. Sagen wir, da muss es spätestens Ende April muss klar sein, wohin die Reise geht. Aber ich glaube, da kommen wir schon zueinander, vielleicht nicht alles deckungsgleich, aber ich glaube, die Stadt weiß, dass sie hier auch was tun muss, in der Pflicht ist. Rückendeckung durch den Gemeinderat gibt es jedenfalls. Wir finden das ein ganz wichtiges Anliegen und hoffen, dass wir im Sommer einfach unter freiem Himmel ganz viel Kultur ermöglichen können für alle Freiburgerinnen und Freiburger. Das wäre eine ganz tolle Sache, unterstützen wir sehr gerne. Mit den Freiflächen alleine ist es allerdings noch nicht getan. Ebenfalls wichtig ist uns, dass die Raumressourcen, auf denen die Stadt Freiburg nun mal sitzt, jetzt bitte optimal genutzt werden. Die Stadt Freiburg bezahlt ja ganz viele Einrichtungen. Sie besitzt teilweise Häuser, sie vergibt Gelder an diese Einrichtungen. Da sind Potenziale drin. Die Kultur in 2021, die braucht ganz andere Abstände, die braucht andere Räume. Da muss man gucken, dass das alles wie bei einem Carsharing optimal genutzt wird und eine optimale Auslastung möglich wird. Und das kann nur das Kulturamt selber organisieren, das kann nur die Stadt Freiburg selber organisieren, indem sie eine Plattform einrichtet, eine Betreuung einrichtet, wo alle ihre Potenziale und ihre Bedarfe benennen und dann geschaut wird, dass das wirklich optimal genutzt wird, damit Proben stattfinden, damit kleine Veranstaltungen stattfinden können. Nur so ist so viel Kultur über diese Krise zu retten, wie es geht. Und wir brauchen eben auch einen Kulturmanager, eine Kulturmanagerin, die halt diese Vermittlung zwischen dem Amt für öffentliche Ordnung, der FETM und ihn ganzheitlich halt begleitet, weil wir sagen, wir machen ja ganz viel, also Nachtmanager ist das eine, aber wir brauchen eben, der das ganzheitlich begleitet. Und auch die Stadtverwaltung und der Gemeinderat haben noch mehr geplant, um die Kultur zu retten. Ja, wir werden verschiedene Veranstaltungsformate unterstützen. Wir werden auch jetzt einen Hilfefonds noch auflegen, also zumindest ist schon mal im Haushalt mal eingespeist mit 200.000 Euro zusätzlich. Kann sein, dass der Gemeinderat auch sagt, das reicht uns nicht, da soll nochmal was draufgesattelt werden, das wird man jetzt alles mal in den Haushaltsberatungen sehen. Wir werden auch wieder im Sommer Open Airs mit ermöglichen, wie wir es 2020 auch gemacht haben. Die Haushaltsverhandlungen laufen ja, wir sind gerade im Gespräch mit den anderen Fraktionen und ich glaube, da bekommen wir sehr gute Dinge hin. Wir haben einen Corona-Topf geplant, also den auch nochmal aufstocken von der Verwaltung plus einzelne Projekte. Da geht es auch um die Weiterentwicklung von einzelnen Projekten und ganz wichtig, wir möchten Räume in Freiburg für Künstlerinnen und Künstler sichern. Doch auch die Zeit nach der Krise wird nicht einfach. Hier müsse die Stadt jetzt schon gute Voraussetzungen schaffen, findet die IG Subkultur. Nach der Corona-Krise ist wieder Anwohnerinnenkrise. Ein Problem, was uns Ewigkeiten schon beschäftigt in Freiburg, wo endlich ein Interessensausgleich stattfinden muss, ist Teil dieses Forderungskataloges. Die IG Subkultur wird jetzt am nächsten Donnerstag, den 18. März, bei in Freiburg zu Hause einen Nachtkultur-Talk machen mit dem Mannheimer Nachtbürgermeister Robert Gahr. Der wird uns erzählen, wie er dort arbeitet. Und dann sitzt dort auch der Dr. René Funk vom Amt für öffentliche Ordnung. Es sitzt jemand vom Bürgerforum Sedanquartier dort und vom Jos-Fritz-Café, also wirklich die verschiedensten Parteien. Diese Stellen sind dazu ja da, um Ausgleich, Mediation zu erreichen, damit auch die Nachtkultur in Freiburg eine Zukunft hat. Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch bei in Freiburg zu Hause. Den Kulturgesichtern geht es zudem um Sichtbarkeit. Nicht nur die der KünstlerInnen, sondern auch die der ganzen Branche. Ja, grundsätzlich um Gesicht zu zeigen, dass die Kultur halt auch in 2021 und darüber hinaus halt einfach Unterstützung braucht, dass wir halt immer noch seit exakt 365 Tagen eben im Lockdown sind und nicht arbeiten dürfen. Wir sind die Leute, die neben und hinter den Bühnen arbeiten, um überhaupt Kultur für Künstlerinnen und Künstler zum Beispiel zu ermöglichen.
weil halt, glaube ich, der Bevölkerung und vielen Menschen, die auf Konzerte, Theater, ins Theater oder sonst wo hingehen, einfach gar nicht wissen, was zwischen Konzert wird bekannt gegeben und Konzert findet statt. Was dazwischen passiert, wer ist denn für meine Tickets zuständig, wer zahlt denn die ganzen Leute, die da irgendwie rumrennen in schwarzen Klamotten auf der Bühne oder sonst was. Man nimmt die wahr, aber man weiß gar nicht, was es ist. Und das war eben das Ding, dass wir sagen, die wollen wir in den Vordergrund stellen, weil den Künstler nimmt man wahr, aber dass halt natürlich noch viel mehr Leute braucht, das war das Hauptanliegen. Wenn alles klappt, können wir hoffentlich im Sommer wieder Kulturveranstaltungen im Freien besuchen, wenn die AnwohnerInnen es dann zulassen.